Willkommen zurück zu Star Fox 2, dem einzig wahren Star Fox, in dem es nur ein Ziel gibt: Wolf töten. Oh ja. Falco wird das Wölfchen jetzt mal ordentlich verprügeln. Ich habe ein bisschen Angst, weil die letzten Star-Wolf-Kämpfe liefen nicht gut. Ah, wir probieren's. My name is Algi. What? Algi? Nicht Andrew? War das... Hieß der in Starwing 2 auch schon Algi? Also Starwing, den Deutsch-Patch, den ich damals gespielt habe von Star Fox 2. Haben sie ihn da nicht Andrew genannt? Das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Schande über mein Haupt. Ich dachte, hier gab es auch schon Andrew und jetzt ist das Algi. Ein sehr schöner Name übrigens. Mensch, Algi, alte Socke. Algis kenne ich eigentlich nur aus dem Wasser. Aus etwas trüben Gewässern, wenn dann eure Füße drin hängen bleiben in den Algis. Aber gut, ja, wurscht. Oh scheiße, wir haben schon ganz schön viel Energie verloren. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Wir haben ihm nämlich noch nicht einen Treffer zugefügt. Und... Ja, wisst, wir machen mal was vor. Wir können fliehen. Wir können aus diesen Kämpfen auch fliehen. Locken wir ihn mal nach Corneria. Algi? Denn da, wo meine Heimat ist, hast du nun wirklich keine Chance gegen uns. Wir werden erstmalig von der Great Fox uns Energie holen. Wir haben jetzt wieder volles Schild. Auch Miu übrigens. Ich denke, das war die ideale Gelegenheit dafür. Und jetzt, Algi, klären wir das. Wie Männer. Oder wie Falken und Affen. Oh, fuck. Okay, ich muss mich jetzt echt anstrengen. Das kann einfach nicht angehen. Ja, endlich mal ein Treffer. Das kann nicht angehen, dass die mich so fertig machen. Wie soll das nur weitergehen? There is no safe place for you now. Du weißt, wo wir hier gerade sind, ne? Das ist mein Heim, meine Heimat. Ich habe hier Heimvorteil. Oh Gott. Ach, so wie es aussieht, hat Falco eine Heimschwäche. Auswärts ist er wohl besser. Oh Mann. Nee, wir haben gewonnen. Ark, we won't forget this. No. Onkel Andros. Ach, Algi. Wer auch immer du warst. Du hast uns einen verdammt guten Kampf geliefert. Gut. Nochmal zurück zur Great Fox würde ich mal vorschlagen. Oder Mutterschiff. Zum deinem Mutterschiff. Jo. Und dann wahrscheinlich mal auf Richtung Fortuna, denn da will schon wieder die nächste Rakete starten. Und, oh Gott, da oben ist ein Virus erschienen. Ah. Na toll. Da ist die Rakete noch gestartet. Und auch hier würde ich dann mal sagen, gehen wir gleich mal zurück zur Map. Here is the map. Denn wir wollen erstmal die Rakete außer Gefecht setzen. Corneria kann unmöglich noch mehr Schaden nehmen. Das wäre ganz, ganz bitter. Wir haben ja schon 35% im letzten Part hinnehmen müssen. Und noch mehr erste Mal, also zumindest zu so einem frühen Zeitpunkt der Schlacht, ist nicht tragbar. Gut. Erstmal Raketen abballern. Ich denke, das ist eine ganz sinnvolle Beschäftigung. Miu bekommt ihre zweite Chance, nachdem sie im letzten Kampf gegen Leon ordentlich abgestunken hat. Und drauf, drauf, drauf. Immer feste oben drauf mit dem Laser. Und das war's. Gut, Miu. Zeig, was du drauf hast. Zeig, dass du es besser machen kannst als im letzten Part. Gut. Hm, you did well. Oh nein, jetzt kommt wieder was. Jetzt kommt wieder was. Ja, natürlich. Zwei Zerstörer. Und ein Virus. Und Fighter. Und da oben startet schon wieder die nächste Rakete. Ich glaube, Fortuna. Du wirst immer noch warten müssen. Okay, erstmal den Virus zerstören. Und wenn es geht, diesmal nicht auf den Satelliten klettern lassen. Nicht, dass wir dahin jetzt auch noch zurückfliegen müssen. Das kostet ja alles... Ah, scheiße. Das kostet alles Scheiße, genau. Enemy out of Erik Range. Ach, verdammt. Dieser Gronk. Okay, gehen wir mal zum Satelliten.
Befreien wir ihn ganz fix mal eben schnell. Hat ja doch nicht allzu viel Zeit gekostet, dahin zu fliegen. Wir waren ja dann doch relativ nah ran. Aber, ja, das war's. Gut. Hey, Miu. 0,0. Ne, 0,0. 0,2 war es, genau. 0,0 wäre schöner gewesen. Das nächste Mal, Miu, streng dich mal ein bisschen an. Okay. Ah, okay, du hast... Gott sei Dank. Mein Raketensystem hat nur was vernichtet. Mein Abwehrsystem, meine ich. Ja, und wir kämpfen jetzt erstmal gegen andere Kämpfer. Und die sollten wir jetzt wirklich nicht entkommen lassen. Die sind natürlich auch sehr agil. Die fliegen auch schon mal ganz gerne aus dem Bildschirm raus und... Die sind einfach immer nur auf der Flucht. Planetary Missile headed for Corneria. Es ist... Oh mein Gott. Es wird stressig. Es ist der mittlere Schwierigkeitsgrad. Ich hätte es wissen müssen. Und wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt schon, fuck, was erwartet einem wohl auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad? Dieser hier wird hier schon als hart bezeichnet. Also, und das ist er auch wirklich. Bisher sieht es nicht so gut aus. Muss man wirklich sagen. Okay, am besten vielleicht mal einen Zerstörer zerstören. Weil bis die Rakete da ist, dauert es noch ein bisschen. Da können wir uns also genug Zeit lassen. Ich denke mal, wir zerstören das Ding mal eben fix. Sieht, da habt ihr mich drauf aufmerksam gemacht. Beziehungsweise, mir ist es eigentlich auch vorher schon aufgefallen. Sieht natürlich aus wie die Salvadora aus Star Fox Zero. Finde ich cool. Also, ich nehme mal an, dass die Salvadora schon hieran angelehnt sein soll. Star Fox 2 war ja zuerst, also kann es nicht umgekehrt sein. Aber die Salvadora aus Star Fox Zero, möglicherweise, hat ihr Design von diesem netten Zerstörer hier. Ich weiß gar nicht, habe ich das im Star Fox Zero Let's Play angesprochen? Ich glaube es nicht. Von daher ganz cool, dass wir es hier mal ansprechen. Auch, dass wir da die Vergleichsmöglichkeit nochmal haben. Ja. Hat auf jeden Fall was. Ich mag es doch, wie viel in Star Fox Zero tatsächlich wiederverwertet worden ist. Also, es ist ja nicht nur Lylat Vos Remake ein reines, sondern sie haben den Walker eingearbeitet aus Star Fox 2. Sie haben auch noch Elemente aus Star Wing, beziehungsweise dem ersten Star Fox übernommen. Das ist schon cool. Eine Hommage an die ersten Star Fox Teile. Das hat was. Ja. Star Fox Zero ist eigentlich richtig schön. Es ist halt einfach nur... Es gibt so viele kleine Dinge, die einfach stören. Aber das habe ich ja oft genug angesprochen auch schon. Wer meine Meinung zu diesem Spiel nochmal abschließend wissen möchte, kann sich entweder mal meinen Review auf Konsolenfalke ansehen oder kann sich den letzten Part von Star Fox Zero auf meinem Kanal nochmal geben. Da habe ich nämlich auch nochmal angesprochen. Ja, aber egal. Star Fox Zero ist im Moment nicht das Thema... Das Thema ist, diesen Zerstörer zu zerstören. Und dieses Ding da hinten an der Wand, der stört mich. Es ist eigentlich Zeitverschwendung, was ich hier mache, vor allem weil eine Rakete im Anflug ist. Aber es stört mich. Es stört meinen Seelenfrieden. So, Münzen sammeln, weil die ist unter Münzensammlern sehr, sehr begehrt. Diese General Pepper Münze, diese sehr seltene Prägung. Ist gut, dass wir sie eingesammelt haben. Okay, was erwartet uns darin? Miu, streng dich an. Oh. Oh, eine völlig neue Art von Kern. Und da erscheint er. Okay. Hier werden wir wieder ordentlich kämpfen müssen. Oh Gott. Ich glaube, das wird wieder sehr anstrengend. Vor allem wird es Zeit kosten, wenn der jetzt andauernd im Boden wieder verschwindet. Und wir erstmal gegen diese Schwebedinger hier kämpfen müssen. So, immer feste oben drauf, verdammte Kacke. Ah. Oh je. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Wir haben es geschafft. Nee, wir haben es noch nicht geschafft. Hinten dran ist noch was. Okay, wir müssen nochmal hinten dran. Aber dann
Aber dann sagen alle typisch Miu. Und das war's. Gut. Ein Zerstörer zerstört, eine Sorge weniger. Aber viele, viele Sorgen erwarten uns noch. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Ach ja. It was big, but it wasn't too tough for us. Tja, Falco, da hast du recht. Du bist einfach der Coolste. Jonk, jonk, jonk. Das erinnert mich an diese Skype-Lachkette. Erinnert sich an dieses alte Video. Oh Gott, scheiße, was kommt da? Es gibt dieses Video, diese Lachkette. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Aus Skype, wo diverse Typen sich da gegenseitig gesehen haben und gelacht haben. Und einer so... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Fantron, Mensch, Fantron, du hier. Ja, ja. Okay, ich höre schon auf. Okay, ich glaube, wir müssen einfach immer in die Mitte ballern. Weiß nicht, ob wir die Ärmchen ignorieren müssen. Oder abschießen müssen. Nicht ignorieren müssen, sondern ignorieren können. Besser gesagt. Das war gut. Der Charge Shot hat sich bezahlt gemacht. Das hat ordentlich Energie ihm gekostet. Au. Okay, ja, ich glaube, ich ignoriere die Ärmchen. Ich glaube, ich baller einfach in die Mitte. Dann sollte der relativ bald erledigt sein. Aber auch diese Gegner können abhauen. Also, sollte ich zusehen, dass ich ihn schnell erledige. Weil sonst können wir den kompletten Kampf nochmal machen. Der behält seine Energie nämlich nicht, sondern der hat dann wieder volle Energie, wenn wir ihn entkommen lassen. Kostet natürlich alles Zeit. Von daher gut, dass wir ihn erledigt haben. Gut, können wir die Rakete noch aufhalten? Das wird eng. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird... Ah, wir haben es nicht mehr geschafft. Corneria ist fast zur Hälfte zerstört. Nicht gut. Und ich komme einfach nicht zur Fortuna. Ich muss gegen eine Rakete nach der anderen kämpfen. Und sogar gegen diese vier Bleistifte hier. Oh Mann. Fliegende Bleistifte. Bleistifte im Weltall. Was macht der hier? Wer hat euch eigentlich verloren? Scheiße, Mann. Okay, an dem muss ich weiter näher ran, näher ran, näher ran, näher ran. Das sieht wirklich aus wie ein Bleistift. Ich frage mich, wer sich über dieses Raketendesign Gedanken gemacht hat. Er hat wahrscheinlich mit seinem Bleistift irgendwie vor einem Blatt Papier gesessen, als er sich das Design für so eine Rakete ausgedacht hat. Hat auf diesen Bleistift geguckt und hat gesagt, okay, das ist es. Guck mal, das ist doch eindeutig ein Bleistift. Enemy out of range. Verdammt. Oh Mann. Ich kann nicht noch eine Rakete dahin... Battle Carriers. Oh, jetzt hör doch mal auf, ey. Ja, ja, ja. Oh, hör auf. Oh, scheiße. Das ist auch noch so ein ganz schnelles Ding jetzt hier, oder? Oh Gott. Erstmal hinterher. Oh, cool. Wir sind schon hingekommen. Hey. Das hat ja geklappt. Es ist immer schön, wenn so abwechselnd mal was klappt. Und da oben ist ein Virus. Aha. Wir werden niemals nach Fortuna gehen können. Erstmal den Virus erledigen und dann zum Carrier, bevor der noch Richtung Corneria vorrückt. Boah, ich werd noch verrückt hier. Völlig wahnsinnig, weil Andros ist völlig wahnsinnig geworden, was der alles auf uns drauf schickt hier. Was das gekostet haben muss, diese ganze Technologie. Das ganze Personal und... Ach, God damn it. Oh je, der wird auch den Satelliten treffen. Egal, hinterher, hinterher. Der Carrier rückt immer weiter vor. Scheiße. Okay, ruhig bleiben, erst einmal. Es ist ja eigentlich noch nicht viel passiert. Gut, 45% Schaden, kann man drüber streiten, ob das viel ist.
Ich würde mich langsam wohler fühlen, wenn ich noch einen weiteren Planeten endlich mal einnehmen könnte. Das ist halt so die ganz große Sache. Miyu und Falco stehen hier ganz schön unter Stress. Falco mehr als Miyu, weil Miyu war bisher eher Teilzeitkraft. Aber bei dem bisschen Schild, was die hat, ist es auch kein Wunder. Gut. Zeit, einen weiteren Zerstörer zu zerstören. Wuhu! Oh, fliegender Weltraumschrott. Oh, noch mehr fliegender Weltraumschrott. Aber wenigstens keine Gegner hier weit und breit. Ja, so wie es aussieht, müssen wir nur an Schrott vorbeifliegen. Das ist gut. Okay. Das hat gut geklappt. Und jetzt. Au. Was sollte das denn bitte? Da komme ich so nicht ran, ne? Muss ich fliegen. Juhu. Okay. Da hinten sind noch so zwei Spießgesellen. Kann ich das Ding hier neben zerstören? Wenn ich neben draufballer? Nee, kann ich nicht. Ah. Gut, fliegen wir erstmal. Fliegen wir dran vorbei. Was soll es? Ist doch wurscht. Du musst es nicht mit jedem anlegen. Oh nein, ich brenne. Das ist ja heiß. Es hört gar nicht mehr auf zu brennen. Also, hallo? Kann leider nicht wie bei Ocarina of Time mit dem Schwert schwingen, damit das Brennen wieder aufhört. Ah, und eine Barrel-Roll kann ich mit dem Carrier, würde Walker auch nicht machen. Aber damit würden wir auch höchstens Peppy glücklich machen. Wer will schon Peppy glücklich machen? Heavy Carrier. Oh, bitte, bitte nicht gegen mich rollen jetzt wieder. Oh nein, bleib weg. Gut, nix wie drauf. Haben es geschafft. Aber Verlust. Verlustreiche Schlacht. Das hat Energie gekostet, aber eine weitere Bombe. Wir können wieder Bomben einsetzen. Wir haben wieder drei Bomben. Nein, eigentlich nicht. Wir haben eine Bombe. Aber auch eine Bombe kann manchmal ausreichen. Gott sei Dank, ein normaler Kern. Wuhu! Na dann, brauche ich meine Bombe hier wenigstens nicht. Das ist doch ganz positiv. Yay! Scheiße, war noch nicht zerstört. Oh, eine General Pepper Münze, das ist gut. Oh, sehr gut, ich kriege hier auch noch meine Energie aufgefüllt. Sie sind so gnädig. Ich muss nicht zurück zum Mutterschiff. Und das war's. Geschafft. Boah. Nicht zu fassen. Zwei Zerstörer sind wieder zerstört. Und ich glaube, jetzt können wir uns endlich um Fortuna kümmern. Oder Macbeth. Was auch immer jetzt klüger wäre. Wir sind jetzt genau in der Mitte. Na, wobei, wir sind eher Richtung Fortuna. Ah, da oben startet schon wieder eine Rakete. Von Macbeth startet schon wieder eine Rakete. Ich glaub's ja nicht. Wäre es wohl klüger, wenn wir nicht Richtung Fortuna fliegen, sondern Richtung Macbeth, oder? Ja, würde ich sagen. Dann halten wir erstmal die Rakete auf. Ganz in Ruhe, ganz entspannt im Bird-Falco-Modus. Oder Falco-Man-Modus, genau. Und, gehen danach nach Macbeth. Genau, ich glaube, das macht Sinn. Gut. Falco, tu es. Ach, mal eine ganz herkömmliche. Ich bin hier fast schon zufrieden. Und eine erledigt. Und auch. Und erledigt. Clear Time 009. Gut. Jetzt. Jetzt könnten wir aber endgültig nach Macbeth. Juhu! Ein Lavaplanet. So haben wir ihn zumindest aus Star Fox 1 in Erinnerung. Ja, drei Ziele,
ein Eingang, eine Festung, eine sehr, sehr schöne Festung. Und ich würde sagen, das Ganze, das machen wir dann im nächsten Part. Dann gehen wir... Schneegestöber? Oh, ach so, ich habe nicht ewig Zeit. Okay, wir kommen jetzt erstmal auf Macbeth raus. So, okay, hier ist erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.